Hallo Freunde, ach, es ist kalt, wir haben leichten Schneefall, wir werden so um die 3 Grad haben, schätze ich jetzt mal. Es liegt Schnee, aber mich zieht's nach draußen, es muss vorangehen. Ich muss wieder raus in den Wald und gucken, was sich tut oder auch nicht tut. Und ich weiß, ihr seid dabei, darüber freue ich mich sehr. Schaut, hier überall Schnee. Ich bin wieder in einem Wald von meinem Landwirt, da liegt schon Holz. Ja, hoher Schnee, naja, hoch, 5 bis 10 Zentimeter. Und ja, jetzt schauen wir mal, was geht. Wie gesagt, es ist sehr kalt, ich muss jetzt los und die Gänge kommen, sonst friere ich mir noch was ab. Ihr begleitet mich, drückt uns zusammen die Daumen, dass wir was Schönes finden. Und los, so, Freunde, jetzt müssen wir da erstmal hintapern, wo ich gern hin möchte. Und dann schauen wir mal, was sich tut. Und wenn sich was tut, was sich tut, naja, das Übliche. Ja, wunderschöner Winterwald. Leider sehr neblig wieder. Das heißt, das ist ja gar nicht schlecht, aber was heute fehlt, das ist die Sonne. Und die fehlt wirklich. Ein paar Krähen schreien rum, begreifen wohl nicht, was ich hier mache. Ich begreife es ja fast selber nicht bei der Kälte. Aber unterwegs für euch, so sieht das aus. Und jetzt hatschen wir mal weiter. Hier haben wir das erste Signal. Es ist ein 60er-Signal und das grabe ich mit euch zusammen aus. So. Aha. Da muss es drin sein. Ist schon draußen. Hier muss es irgendwo sein. Boah, der Boden ist kalt. Logischerweise. Das Gesuche geht wieder los. Kann ja gar nicht. Da ist es. Ja, schaut. Winzig klein. Rund. Aber keine Münze, nein. Ein Knopf. Hammer. Ja, Freunde, es ist ein Knopf. Schaut. Muss ich gucken. Hä? Oh, da ist er. Doch etwas matschig. Oh, wie schön. Schaut mal. Wieder ein Sternknopf. Ah, ist das klasse. Erster Fund, gleich ein schöner Knopf. Mit Öse, glaube ich. Ja, Öse ist vorhanden. Super. Na, das ist doch schon mal ein toller Anfang. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ein Knopf. Das nächste Signal. Da muss es sein. 60. Zwischen 60 und 70. Relativ weit oben. Müssen wir mal gucken.
Hier muss er drin sein, der Fund. Man hört es auch schon. Ja, da brauche ich wohl doch die Schaufel. Ah, da ist es, glaube ich, ja. Ich hab's, Freunde, ich hab's. Und ihr seht ja, was es ist. Und jetzt müssen wir ein neues Objekt anfangen. Das alte ist zu schwach. Schaut, da steht der Eisenturm. Ja, und jetzt geht's darum, dass er zu instabil wird. Ich kann nicht mehr aufbauen, er kippt um. Der Draht bzw. die Stange ist zu schwach. Und deswegen habe ich hier, oh, das sieht aus wie bei Hempels hier, habe ich hier eine neue Platte mit Stange, die wir auf jeden Fall dazu nutzen werden, ein neues Objekt aufzubauen. Manchmal ein bisschen schwierig in dem Gestrüpp, aber es geht schon. Jo, und hier war auch wieder ein sehr gutes Signal und da sieht man schon, ich habe schon mal gegraben, grüne Patina. Wow, schaut mal. Oh, was ist das denn Geiles? Eine Art, ja, Kette. Weiß ich auch nicht. Ist doch sehr dreckig hier alles. Sehr barzig. Vielleicht von einem Gliedergürtel, keine Ahnung. Auf alle Fälle scheint es sich um was Altes zu handeln. Prima, Mensch, klasse, hey. Boah, trotz dieses unwirklichen Wetters schöne Funde. Aber das kann ich jetzt nicht sauber machen, das stecke ich jetzt weg und mache es nachher sauber und zeige es euch wie üblich im Video nachher. Super. Ja, und hier haben wir ein Denkste, wo habe ich es denn jetzt? Da ist es, ein kleines Bleigeschoss gefunden. Ja, man erkennt es nicht mal, so dreckig ist es. Da sieht man das Graue vom Blei, also ein Bleigeschoss, das irgendwas getroffen hat. Aber in dem Dreck kann man es nicht richtig erkennen. Da muss es drin sein. Kann nicht weit weg sein. Ja. Hoppala. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Aha. Muss noch drin sein. Pinny behauptet es jedenfalls. Also gut. Dann wollen wir ihm glauben. Und weiter graben.
Oh ja. Da wird die Erde rötlich. Da ist es. Oh Mann. Ja, irgendein Teil von einem Werkzeug. Weiß der Geier auf alle Fälle. Würde ich sagen, es handelt sich um Schrott. Ich werde es mir nachher noch mal genauer angucken. Aber ich glaube nicht, dass das was Interessantes ist. Gut, also ich muss es noch mal wiederholen. Es ist doch ganz schön barzig. Ganz schön dreckig. Weil es eben noch nicht kalt genug ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kommt man besser in den Boden. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das hört sich nach einem Stein an. Alle Fälle noch drin. Nein. Oh, dann müsste es ja hier irgendwo liegen. Where it is. Also dann. Oh nee, oder? Klasse. Ich bin begeistert. Ein Nagel. Aber ich denke, immerhin ein handgeschmiedeter. Ja, oder auch nicht, man kann es nicht erkennen. Ja, aber auf alle Fälle ein Nagel. Ein 78er Signal. Da muss es liegen. Ja, und gar nicht mal so tief. Ja, so kann man sich täuschen. Ja, hier haben wir schon. Und der Boden einer Schrotpatrone. Die geben auch immer ein super Signal,
aber erweisen sich dann doch meistens als Schrott. Nun gut, der Boden einer Schrotpatrone. Ein neues Signal. Da steckt's drin. Ja, schauen wir mal, was wir hier haben. Ach, ist schon draußen. Ach, hier ist es schon. Nein, das kann nicht sein, oder? Nee. Aber da muss es drin sein. Aber wo? Nee. Nee. Das hier? Nee, auch nicht. So komisch. Pini spinnt. Ausmachen. Und nochmal anmachen. Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Doch, das ist es. Oh, nee. Ah, Schied, Mensch, schaut mal. Hier, Staniolpapier. Ja, Silberpapier, Staniolpapier. Hat der Jäger vielleicht, oder auch der Landwirt, ein Stückchen Schokolade sich reingepfiffen? Ja, und hat das Papier achtlos weggeworfen. Und ich find's wieder. Wie nett. Und hier im Wald, allenthalben, findet man diese Fleckchen hier. Schaut. Und zwar sind es die Schlafplätze der Tiere. Ich weiß jetzt nicht genau was, ob es ein Reh war. Für einen Hase scheint es mir zu groß zu sein. Die schlafen, glaube ich, auch im Gestrüpp oder in Höhlen. Aber das scheint wohl ein Reh gewesen sein oder ein anderes größeres Tier. Ja, und jetzt im Schnee sieht man das sehr schön, die Schlafplätze von den Tieren und überall natürlich hier Spuren von den Karnickeln bzw. Hasen. Hier überall, das ist wunderschön hier, beziehungsweise das hier ist wohl ein Reh. Das dürfte kein Hase sein, auf alle Fälle ein paar Hufer. Aber das hier, das war mit Sicherheit ein Hase. Schaut. Ja. Das ist natürlich toll jetzt hier im Schnee, denn da sieht man solche Sachen sofort. Ja, auch der Winter hat seinen Reiz, nicht nur in der Schweiz. Ja, Freunde, und jetzt möchte ich die kleine Pause, die ich gerade mache, dazu nutzen, einen Gruß weiterzugeben. Und zwar möchte ich den Moto Paule, geschrieben Moto Pofle, grüßen. Und ich hoffe, er freut sich, denn darum hat mich sein Kumpel gebeten, der Nick Pick Piggy. Der Nick Pick Piggy hat mich gebeten, den Moto Paule zu grüßen. Und das tue ich hiermit. Jungs, macht schöne Videos, lasst's krachen. Nutzt eure BMX-Räder, um's fetzen zu lassen, und habt vor allen Dingen ein schönes neues Jahr, viel Glück für dieses Jahr, viel Gesundheit und schön, wenn ihr ab und zu mal bei mir vorbeiguckt. So, das war der Gruß an Moto Paule. Ach, das ist doch herrlich, hier durch den Wald zu gehen. Diese Ruhe. Und diese, ja, kann man schon sagen, Unberührtheit, diese Jungfräulichkeit, gerade jetzt im Winter auch, dieser Schnee, diese Decke, die alles zudeckt. Oh, hier, schaut, schon wieder ein Schlafplatz. Sehr nett. Ja, dann wollen wir mal weiter. Ja, und da sitzt es drin. Schrottibotti, würde ich sagen. Ach du grüner Zwerg.
Ja, eine Art Eisenring. Aber zerborsten, gebrochen, in dem Fall nur Schrott. Und wieder ein Bleigeschoss, das schon etwas getroffen hat. Na, super. Draht, ein Drahtrest. Wohl dem Landwirt oder auch dem Jäger aus der Tasche gefallen. Und hier verloren, denke ich mal. Und ich darf es jetzt entsorgen. Danke. Ja, und da sitzt drin. Ich habe schon mit einem Pinpointer gefunden. Hier ein kleiner Knopf. Aber nichts. Oder vergoldet. Ich glaub's ja nicht. Man sieht ein bisschen Gold am Rand. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Es glänzt etwas golden. Er ist auf alle Fälle verziert. Aber trotzdem in einem traurigen Zustand. Öse fehlt. Egal, knapp ist knapp. Wird natürlich mitgenommen. Und nochmal Draht. Muss es drin sein. Ja, da hört man es auch schon. Immer noch drin. Ah, da ist es. Ich sehe es schon. Da. Nummer zwei. Eine Tollwutprophylaxe. Ja, und auch hier habe ich schon gegraben und man sieht es eigentlich schon. Schaut, ein Stück Scharnier. Ein Stück Scharnier von irgendwas. Kein Schimmer. Keine Ahnung. Kann ja von allem gewesen sein. Fensterchen, Türchen, weil es ein bisschen kleiner ist. Aber auf alle Fälle in dem Fall leider nur Schrott. Ja, da sollte es drin sein. Da ist es. Nein, ist es nicht. Da ist es. Schaut, eine Münze, eine Münze, die erste, glaube ich, heute, oder? Weiß gar nicht, doch, ich glaube, aber was, plitsch, platsch, voll Matsch, ja, schaut euch die Hose an, hey, Junge, Junge, ist das alles süffig, ja, es ist definitiv eine Münze. Aber ich kann nicht feststellen, um was es sich handelt. Keine Ahnung. Ja, da müssen wir nachher auch mal. Müssen wir nachher auch mal gucken. Nach dem Saubermachen. Wahrscheinlich ein Fett. Oh nee, man kann es lesen. Kreuzer, glaube ich, kann es sein. Ich glaube ein Kreuzer. Ah, da schauen wir gleich mal nach dem Saubermachen. Klasse, hey. So, Friends and Neighbors, Diggers und Sucher, dies wird mein letzter
mein letztes Signal sein heute, welches ich grabe. Ach, mir ist kalt. Ich bin durchnässt. War jetzt über 3 Stunden unterwegs. Jetzt mag ich auch nicht mehr. Und wie gesagt, die letzte Grabungsaktion. Und da schauen wir mal, was das sein könnte. Oh Gott. Himmelschimmel. Dann schauen wir mal. Na, da ist es. Da muss es drin sein. Da sollte es irgendwo, da ist es, und ich glaube wieder nur, nee, oder? Blei, doch, hey, was ist das? Ein Stern. Ja, eine Art Stern, das ist ja nett. Aber ob das mal ein Knopf war? Schaut. Ansatzweise kann man es sehen. Ist natürlich jetzt wieder voller Dreck. Aber ihr seht es ja. Und nachher seht ihr es noch besser nach dem Saubermachen. Prima, Mensch, für den letzten Fund optimal. Da freut sich der Sandel an die. Dann hat sich der Ausflug in die Kälte ja gelohnt. Klasse. Ja, nachher gibt es noch ein Outro. Und dann tapere ich jetzt mal nach Hause. Super. So, Freunde. Das war's für heute. Ich bin total versifft. Schaut mal, die Klamotten, alles schlammig und fern der Heimat. Ich kann es nicht anders sagen. Aber wir haben ja ganz schöne Funde gemacht. Was man sehen konnte, war ja alles total matsch bedeckt. Die muss ich jetzt erstmal sauber machen. Das heißt, jetzt mache ich erstmal mich sauber, wenn ich zu Hause bin. Und dann die Funde und dann packe ich sie ins Video und dann könnt ihr das anschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war ja ein Wintersondeltag. Das werde ich wohl nicht allzu oft machen, weil mir einfach der Matsch und der Dreck echt zu stressig ist. Auch die Sondelfrau ist dann ziemlich am Meckern wegen der Klamotten eben. Und die sind so dreckig, dass selbst die Waschmaschine ihre Probleme hat, das wieder sauber zu kriegen. Verrückt. Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst es krachen. Macht alles das, was euch Spaß macht. Passt gut auf euch auf. Und ich würde mich sehr freuen über einen Daumen, das wisst ihr. Und noch mehr natürlich, wenn neue da sind, die mir ein Abo hinterlassen. Das wäre natürlich noch besser. Ja, euch eine schöne Woche. Und wenn alles klappt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ob es ein Sondelvideo wird, das vermag ich gerade nicht zu sagen. Denn wie gesagt, wenn es so dreckig ist draußen, dann kann es gut sein, dass ich es auch mal ausfallen lasse. Ja, Freunde, wieder ein nicht so tolles Outro. Ich habe es wieder versemmelt. Deswegen hier aus meiner Bude die letzten Worte. Macht's gut, Freunde. Ich wünsche euch eine gute Woche. Lasst es krachen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss, euer Sandlandi. Ciao, tschüss.